Baerbock gibt endlich zu, dass die Sanktionen gegen Russland nichts bringen und sie mit ihrer Außenpolitik komplett versagt hat. Jetzt beschwert sie sich sogar darüber, dass Russland trotz den Sanktionen wächst, und ihre Ausrede für dieses Desaster ist wirklich der allergrößte Schwachsinn. Alle Details in diesem Video, los geht's. Der Journalist Stefan Lambi hat ein neues Buch über Politik in Zeiten des Krieges geschrieben und Außenministerin Baerbock hat ihm dafür ein Interview gegeben. Und in diesem Interview hat Baerbock endlich zugegeben, was bereits jeder deutsche Bürger weiß und jeden Tag am eigenen Leib spürt. Baerbock sagt, eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen auch wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist aber nicht so. Na dann, herzlichen Glückwunsch, Frau Baerbock, dass auch Sie jetzt endlich einsehen, dass die Sanktionen völliger Schwachsinn sind. Das Ergebnis Ihrer Sanktionen gegen Russland ist ziemlich eindeutig. Russlands Wirtschaft wächst stark und die deutsche Wirtschaft, sie schrumpft. Die Sanktionen zerstören eben nicht die russische Wirtschaft, sondern unsere Wirtschaft. Und bereits im April diesen Jahres hat das IWF seine aktuelle Konjunkturprognose rausgegeben und die Zahlen waren wirklich dramatisch. Russland wächst um 1,5% und Deutschland schrumpft um 0,3%. Russland hat diese ganzen Sanktionen nämlich massiv umgangen und macht Geschäfte mit Asien anstatt von Deutschland. Und das sieht man dann auch in den asiatischen Zahlen. Indien wächst um sagenhafte 6,1%, China wächst um 5,2% und sogar USA, Frankreich und Großbritannien wachsen. Also eigentlich wachsen alle außer Deutschland. Wir schrumpfen. Und diese Zahlen waren ja bereits im April diesen Jahres bekannt und eigentlich hätte Frau Baerbock mit ihrer Bundesregierung sofort die Reißleine ziehen müssen. Allerdings machen sie das Ganze nicht, ganz getreu dem Motto, immer weiter so, weiter Vollgas ins Verderben. Und das liegt natürlich daran, dass unsere Politiker einfach nicht begreifen, warum die Sanktionen nicht funktionieren. Und weil sie es nicht begreifen, können sie die Situation auch nicht verbessern. Schau dir mal die spektakuläre Erklärung von Frau Baerbock an, warum die Sanktionen nicht funktionieren. Express zitiert Baerbock nämlich wie folgt. Eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist aber nicht so, weil eben die Logiken von Demokratien nicht für Autokratien greifen. Und Baerbock weiter, wir erleben, dass mit rationalen Entscheidungen, rationale Maßnahmen, die man zwischen zivilisierten Regierungen trifft, dieser Krieg nicht zu beenden ist. Also nichts ist rational von dem, was Frau Baerbock sagt. Und sie sagt hier wirklich allen Ernstes, dass die Sanktionen deshalb nicht funktionieren, weil Putin ein böser Diktator ist und der sich nicht an unsere demokratischen Spielregeln hält. Also das ist wirklich ihre große Erkenntnis und ihre Zusammenfassung. Putin ist jetzt selber schuld, dass die Sanktionen gegen ihn nicht funktionieren. Also das ist ja wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und Baerbock nennt jetzt hier wirklich allen Ernstes einen Grund für das Scheitern der Sanktionen, der bereits vor dem Verhängen der Sanktionen bekannt war. Ja? Baerbock tut ja gerade so, als wäre Russland vor dem Krieg eine lupenreine Demokratie gewesen. Dann kamen die Sanktionen und dann hat Putin plötzlich die Demokratie in eine böse Diktatur umgewandelt, nur um die Sanktionen zu umgehen. Also, sorry, aber wo lebt diese Frau, ja? Als allererstes macht sie mit ihrer Bundesregierung diese schwachsinnigen Sanktionen, von denen jeder schon vorher sehen konnte, dass nicht funktionieren. Und dann erfindet sie jetzt komplett lächerliche Ausreden, warum diese Sanktionen nicht funktionieren. Und das Schlimme ist, es ist ja nicht so, dass
nur diese Sanktionen nicht funktionieren, ob man dann sagen könnte, okay, hat halt nicht funktioniert, aber es war ein Versuch wert. Nein, wir haben ja nebenbei auch noch große Teile unserer eigenen Wirtschaft zerstört. Durch die Sanktionen sind wir nämlich jetzt in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten. Wir haben eine Rezession, wir haben Rekordinflation, wir haben Rekordinsolvenzen und auch Rekordabwanderung. Und diese Woche hat zum Beispiel auch der Wells Report, ja, der Schweizer UBS, genau das gesagt. Er bestätigte genau diese schlechten Zahlen. Dort stand zum Beispiel Changes in Household Wealth 2022, also Änderungen der privaten Vermögenswerte. Russland plus 16,1% und Deutschland minus 5,4%. Also nicht nur generell die deutsche Wirtschaft schrumpft, sondern auch deutlich die Ersparnisse der deutschen Familien. Ja? Die deutschen Familien haben immer weniger Geld zur Verfügung. Und ganz im Gegenteil in Russland. Dort wächst die Wirtschaft und die russischen Familien haben an Vermögen stark zugelegt. Plus 16,1%. Die haben jetzt also mehr Geld zur Verfügung. Und das ist doch einfach nur noch krank, ja? Und wie gesagt, das Ganze war vorher abzusehen. Bereits Mitte letzten Jahres hatte die New York Times ausführlich berichtet und ausführlich gesagt, dass der Handel mit Russland nach den Sanktionen sogar gestiegen ist, anstatt geschrumpft. Russland hat sich einfach neue Partner gesucht. Und Europa und vor allen Dingen Deutschland dagegen konnte seine Verluste im Energiesektor eben nicht kompensieren und ist massiv abgestürzt. Und die Fakten sind jetzt ja, wie gesagt, mittlerweile ausreichend bekannt und wir alle spüren es täglich in unserem Geldbeutel, ja? Und viele Wirtschaftswissenschaftler reden schon ständig davor, mittlerweile auch viele Politiker, und deswegen komme ich jetzt zu meiner Hauptkritik. Wie kann es denn bitteschön sein, dass wir zuerst Sanktionen gegen Russland verhängen, dann merken, dass wir uns mit diesen Sanktionen selber schaden und trotzdem an diesen Sanktionen festhalten? Ja? Selbst Baerbock hat jetzt hier offiziell eingestanden, dass die Sanktionen nicht Russland schaden, sondern uns. Aber trotzdem denken die Politiker nicht mal ansatzweise darüber nach, diese Sanktionen aufzuheben und die für uns dramatischen Folgen zu lindern. Ganz im Gegenteil, die Politiker erfinden jetzt irgendwelche haarsträubenden Aussagen, warum die Sanktionen jetzt noch nicht funktionieren, aber später werden sie auf jeden Fall funktionieren. Ja? Zuerst hatte man ja die Ausrede, dass Russland noch Reserven hatten und deswegen die Sanktionen nicht funktionieren. Jetzt hat man die Ausrede, dass die Kriegswirtschaft in Russland boomt und dadurch die Sanktionen nicht wirken. Und man sagt, naja, aber die Kriegswirtschaft, die ist ja nicht nachhaltig und deswegen werden die Sanktionen etwas später wirken. Tja, wann später? Wenn der Krieg vorbei ist oder was? Also der Krieg, der nach den Aussagen der westlichen Experten ja eigentlich nur eine Woche dauern sollte, weil Putin dann aufgibt? Sorry, aber diese westlichen Experten haben sich komplett verkalkuliert, sowohl was die wirtschaftliche und militärische Stärke von Russland angeht, als auch was die Sanktionen angeht. Und wenn jetzt sogar unsere Außenministerin Baerbock erkennt, dass diese Sanktionen totaler Mook sind, dann müssen wir die jetzt dringend abbestellen. Und deswegen mein Appell an die Bundesregierung. Beendet sofort alle Sanktionen, die nichts bringen und nur uns selber schaden. Öffnet sofort die Nord Stream Pipelines und importieren wir endlich wieder billig russisches Gas, weil wir brauchen nämlich auch keinen behinderten Industriestrompreis, der ja sowieso nicht nachhaltig ist und nichts bringt. Und vor allen Dingen, ja, machen wir uns da nicht weiter lächerlich mit irgendwelchen Sanktionen, die eigentlich nur uns selber schaden.